Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, ja, natürlich, bei meinen Vorrednern habe ich teilweise entsetzliche Unterstellungen gehört. Man kann ja hier verschiedene Auffassungen sein, aber wenn man diese gendergerechte Sprache nicht gut findet, muss man nicht gleich ein frauenfeindliches Weltbild haben. Das prallt an mir ab. Wir werden dem Thema Gendersprache nur gerecht, wenn wir uns zunächst bewusst machen, was Sprache für uns bedeutet. Sprache ist das prägende Element unserer Identität. Sprache ist der Spiegel von Kultur und Tradition eines Volkes. Jede Sprache hat ihre Besonderheiten und Begriffe, die es nur in dieser Sprache gibt. Wer in der Wüste lebt, hat für die Farbe des Sandes mehr Begriffe als braun und gelb. Und in der Sprache der Inuit auf Grönland werden die Entfernungen nicht in Kilometern, sondern in Schlaf gemessen. Also wie oft man zur Überwindung einer Strecke schlafen muss. Und wir haben im Alltagswortschatz mit dem Begriff der Habseligkeiten ein Wort, das es so woanders nicht gibt. Unsere Sprache ist eine besonders wortreiche Sprache und reich an Feinheiten der Ausdrucksweise. Darauf dürfen wir stolz sein. So sollte es eigentlich selbstverständlich sein, dass wir unsere Sprache achten, mit ihr bewusst und pfleglich umgehen und damit für ihren Erhalt eintreten. Leider ist das Gegenteil der Fall. Unsere Sprache steht offen oder subtil gewissermaßen unter Dauerbeschuss. Oben an steht die Zersetzung der Sprache durch die Vermischung mit Anglizismen in einem Ausmaß, das nichts mehr mit einem natürlichen Prozess der Sprachentwicklung zu tun hat. Oft geschieht dies aus Nachlässigkeit oder Gedankenlosigkeit, vielleicht aber auch, weil uns das Gefühl für die eigene Identität ein Stück abhandengekommen ist. Die Verfremdung der Sprache führt dazu, dass dadurch die Verständigung untereinander erschwert wird, insbesondere mit denen, die in Anführungsstrichen nur ihre Muttersprache beherrschen und sich dafür nicht schämen müssen. Sprache und Herrschaft sind eng miteinander verknüpft. Die Sprache ist ein Werkzeug der Politik. Der korrekte Begriff ist die Grundlage guter Politik. Wenn die Begrifflichkeit nicht mehr stimmt, dann gerät auch die Politik in Unordnung. Und wenn die Begriffsverwirrung zum Mittel der Politik wird, dann haben wir es mit einem Missbrauch und damit ebenfalls einer Bedrohung unserer Sprache zu tun. Seit vielen Jahren beobachten wir eine solche Verwirrung der Sprache durch Um- und Neudefinitionen einst unumstrittener Tatsachen. Ein aktuelles Beispiel ist die Umdeutung des Begriffs der Ehe, die seit jeher als die Verbindung von Mann und Frau zu einer Lebensgemeinschaft angesehen wurde, so übrigens auch das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung. Nun soll dieser Begriff entwicklungsoffen sein. Er habe sich gewandelt und bedeute heute die dauerhafte Lebensgemeinschaft zweier Menschen beliebigen Geschlechts, so der noch amtierende Bundesjustizminister. Welche Begriffsverwirrung? In Wahrheit soll hier auf dem Weg in die Beliebigkeit ein neues Leitbild mit dem Mittel einer Begriffsumdeutung etabliert werden. In diesem Kontext ist die Forderung nach einer gendergerechten Sprache zu stellen, mit der aus ideologischen Gründen unsere Sprache verändert werden soll. Auch hierdurch wird unsere Sprache bedroht, denn die der Gleichstellung der Geschlechter angeblich dienenden Eingriffe sind schwer und erfolgen ohne Rücksicht auf unser Sprachempfinden. Dabei ist der Ausgangspunkt Gleichberechtigung und Gleichstellung der Geschlechter, jedenfalls von Mann und Frau, wohl ziemlich unbestritten. Allerdings kann es eine totale Gleichstellung aufgrund der biologischen Unterschiede niemals geben, weshalb ich auch keine Gleichstellung darin sehe, dass in Kampfeinheiten genauso viele Frauen wie Männer sind. Der Gleichheitsgrundsatz gebietet nämlich, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Deshalb gibt es auch keinen Mutterschutz für Männer. Aber macht es wirklich einen Sinn, immer und überall, wie es die sprachpolitische Korrektheit vorschreibt, die Doppelanreden zu benutzen, auch wenn es dabei gar nicht konkret um das Geschlecht geht, wie bei Bürgern, Mitgliedern, Einwohnern, Wählern und so weiter. Grenzt es nicht an Irrsinn, wenn wir in einem Text von der Vertreterin oder dem Vertreter der Präsidentin oder des Präsidenten reden bzw. schreiben und damit Tinte und Papier verschwenden? Herr Förster, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Frau Larisch? Jetzt bitte nicht, vielleicht am Ende. Unsere Sprache ist nun einmal so, wie sie ist. Ich kann es nicht ändern, dass hier nur Abgeordnete sitzen und es mir nicht vergönnt war, Sie, verehrte Damen, als Abgeordnetinnen anzureden.
Ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen, dass es irgendeine unserer weiblichen Abgeordneten sich ausgeschlossen fühlt, wenn lediglich von Abgeordneten oder Volksvertretern die Rede ist. Was ist das für eine unsägliche und wirklichkeitsfremde Unterstellung, dass dadurch in den Köpfen der Menschen lediglich ein Bild von männlichen Mandatsträgern erzeugt werde? Ich weiß nicht, warum die Sonne weiblich und der Mond männlich ist, übrigens komplett anders als in Latein und Französisch, warum der Rhein männlich und die Donau weiblich ist. Wo bleiben bei der Muttersprache die Väter oder noch schlimmer beim Vaterland die Mütter? Warum sind die Gewalt, die Schande, die Lüge weiblich? Kann man ernsthaft darüber nachdenken, ob dadurch unerwünschte Assoziationen geweckt werden, die einer gendergerechten Korrektur bedürfen? Glaubt irgendwer wirklich, dass eine gendergerechte Kunstsprache dazu beitragen kann, mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern zu schaffen? Dafür gibt es andere, probatere Mittel, wenn wir bei alledem den Alltag der Menschen im Auge haben. Da fallen mir kostenfreie Kitas eher ein als irgendwelche Sprachverkünstelungen. Unsere Muttersprache sollte uns heilig sein. Niemand hat das Recht, sie außerhalb einer normalen Sprachentwicklung zu verdrehen und zu verkünsteln. Mit Sorge ist aber zu beobachten, dass es auch hier einer sprachpolitisch aktiven Minderheit gelungen ist, dass ihr Begehren in den Katalog politisch korrekten Handelns und Sprechens aufgenommen wurde. Die in Verwaltungsanordnungen und Sprachleitfäden angeordneten oder empfohlenen Regeln greifen erheblich in unsere Sprache ein und beschädigen diese. Mit ständigen Doppelanreden wie Parteifreundinnen und Parteifreunde und der Nachsilbe innen mit Unterstrich oder Binnen i sollen Frauen in der Sprache sichtbar gemacht werden, so das erklärte Ziel, das haben wir eben auch hier nochmal gehört. Dies soll auch dann gelten, wenn es sich um generische Hauptwörter handelt, die nach herkömmlichem Sprachverständnis alle Angehörigen einer Gattung bezeichnen. Die ständigen Doppelanreden und Doppelbezeichnungen vorkommen dabei für den, der sie ein gesundes Gefühl für Sprachschönheit erhalten hat, zu inhaltslosen Wortwiederholungen. Diese werden zudem in der Praxis oft halb verschluckt und im Übrigen ganz selten mit letzter Konsequenz durchgehalten. Die verschrobene Nachsilbenschreibweise ist mit unserem gewachsenen Sprachempfinden ebenfalls nicht zu vereinbaren. Mit einer normalen Sprachentwicklung hat all dies nichts zu tun. Wir erleben vielmehr ein gewaltiges Umerziehungsprojekt, erdacht von einer Minderheit feministischer Gleichstellungspropheten, die meinen, der Mehrheit vorschreiben zu müssen, wie sie zu denken, zu sprechen und zu schreiben hat. Eine wirklich demokratische Legitimation dafür sehe ich nicht. Interessant ist übrigens ein Rückblick in die DDR-Wirklichkeit. Dass die Frauen hier real rundum früher gleichgestellt waren als im Westen, wird wohl niemand bestreiten. Aber wie war es mit den Berufsbezeichnungen und den Anreden? An der Tür der Richterin Meier oder Schulze befand sich ein Schild mit der Aufschrift Frau Meier Richter. Die Anrede Frau Richter oder Frau Staatsanwalt, mit der auf die Funktion abgestellt wurde, war also entgegen einer insbesondere von der Präsidentschaft hier dieses Hauses vertretenen Ansicht keine Missachtung. Um sich gendergerecht ausdrücken zu können, findet zudem eine Säuberung der Sprache durch ein Neutralisieren des Geschlechts oder durch ein Ausweichen auf unverfängliche Formen statt. So werden aus Studenten Studierende, aus Lehrern Lehrkräfte, aus Helfern und Unterstützern, aber nicht kommandiert von oben, das ist der Unterschied, aus Helfern und Unterstützern Helfende und Unterstützende. Die nicht zu leugnende Doppelbenennung von Hauptwörtern wird also durch ein Partizip ersetzt, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Mit anderen Worten, der Sprachverhaltenskodex löscht Begriffe aus unserer Sprache und macht sie damit ärmer. Dabei bedeuten die ausgetauschten Begriffe keinesfalls sprachlich immer dasselbe. Studenten und Studierende, Helfer und Helfende sind nicht jeweils dasselbe. Ich fahre vor einigen Tagen hinter einem Transporter und lese Patiententransport. Im Bewusstsein unseres Themas frage ich mich, ob ein unverkrampfter Artgenosse hier wirklich auf die Idee kommen kann, dass in der Nichtbenennung von Patientinnen irgendwie eine Diskriminierung liegen könnte. Apropos Diskriminierung. Ist den Befürwortern einer Gendersprache schon aufgefallen, dass diese grundsätzlich
bewusst oder unbewusst mag dahinstehen, nicht zur Anwendung kommt, wenn sich hinter dem Begriff ein negatives Frauenbild verbergen könnte. Oder haben Sie schon mal gehört, das klang ja eben auch schon mal an, dass von Verbrecherinnen und Verbrechern, von Raserinnen und Rasern, mutmaßlichen Täterinnen und Tätern, von Taschendiebinnen und Taschendieben, Betrügerinnen, Betrügern und insbesondere Terroristen und Terroristinnen die Rede ist? Auf letztere sollten wir uns im Übrigen laut BKA einstellen, denn es ist verstärkt mit der Rückkehr von IS-Kämpfern zu Recht, Kämpferinnen zu rechnen. Hier wird also, wenn man den Genderwahn ernst nimmt, gezielt die Vorstellung vermittelt, das Böse werde nur von den Männern begangen. Das ist trotz des hohen Wahrheitsgehalts eine versteckte Diskriminierung. Dem sollten die, die sich für eine Gendersprache einsetzen, begegnen und sich künftig auch im Negativbereich regelkonform verhalten. Und wer es mit Tucholsky hält und dessen unsäglichen Ausspruch „Soldaten sind Mörder“ gut findet, der sollte auch hier regulierend eingreifen und genderkonform formulieren: „Soldatinnen und Soldaten sind Mörderinnen und Mörder“. Dieser Hinweis möge verdeutlichen, auf welch absurden Weg wir uns begeben haben. Wir können diesen Weg fortsetzen und es noch weiter auf die Spitze treiben, indem wir problematisieren, wie wir die Sprache auch für das sogenannte dritte Geschlecht gendergerecht entwickeln können. Wir können diesen Irrsinn aber auch sein lassen und dem gesunden Menschenverstand wieder den Vorrang einräumen. Es ist an der Zeit, neu und gründlich nachzudenken. Kehren wir zurück zur Normalität, hören wir auf, unsere Sprache zu schänden. Stimmen Sie unserem Antrag, der nicht mehr als einen Appellcharakter hat, das ist richtig, zu. Vielen Dank.